Die letzte Verteidigungslinie des Barons mag für den Mob bereit sein. Aber nicht für mich. Ich muss da rein, bevor es hässlich wird. Northcrest Manor fällt, fallen wir alle. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. So, wir sind wieder zurück. Und wir müssen in das Anwesen von dem Baron einbrechen. Hört sie leicht an, könnte richtig lustig werden. Bin mir nicht so ganz sicher, wie ich dahinter kommen soll, weil das scheint doch ein bisschen weiter weg zu sein. Auf jeden Fall ist da eine Wache und die müssen wir beobachten, ob die wieder zurückkommt. Scheint aber nicht so. Wo geht denn der jetzt hin? Der geht da hoch. Moment, der schmeißt mich da ganz kurz runter. Und huscht da schnell lang. Jetzt kommt der... Shit, wo kommt der Töle her? Wo kommt die Töle her? Wo kommt die Töle her? Den habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Das fängt nicht gut an. So, wo ist jetzt die Wache hin? Wo ist die Wache hin? Und halt's Maul. Wo ist die Wache? Schauen wir uns mal um, ob wir irgendwas Hilfreiches finden. Ach, da unten ist er. Gut, der hat sich wieder beruhigt. So halb zumindest. Wie viele Pfeile habe ich denn dabei? 4. Es wird sie fast schon anbieten, den jetzt umzunieten. Ihr habt das Gefühl, ich muss genau die Treppe hoch, wo der bewacht. Aber wenn ihr mir jetzt einen Gefallen tut, da runterläuft und da vorläuft, dann kann ich da locker runterspringen. Wo läuft denn jetzt schon wieder hin? So, das sind wir vorbei. Vom Balkon haben wir einen besseren Überblick. Ja, ich sichere die andere Seite. Ach nö. Das könnte richtig interessant werden, das Kapitel. Jede Wette, dass heute Nacht noch Blut fließt. Ich weiß nicht, wie viele Götzen da draußen sind. Ha, weil du nicht zählen kannst, Mann. Scheiße, wenn ich Grip wette, wette. Ach, das sind Flaschen. Nice. Gut, dann locke ich die da mal weg, hätte ich gesagt. Wenn er so eine Flasche kriegt, dann... die wahrscheinlich zum Einsetzen sein. So. Schmeiß sie dahinter. Holen wir noch eine Flasche. Wie komme ich jetzt da hoch? Nein, 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 der kommt in meine Richtung, der kommt in meine Richtung. Schlecht. Macht da jemand Ärger? Hab ich nur Wasserpfeile da? Wasser 6, jawohl. Die Männer da draußen haben tapfer aus. Aber nee, die kann ich glaube nicht kaputt schießen. Stimmt, da war was. Die kann ich ja nicht kaputt schießen, kann ja nur die normalen zerstören. Gut, da oben ist ein Hund. Nicht da hochklettern.
So, jetzt ganz leise mal das Wasser. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, wie ich da hochkommen soll. Ohne dass ich gleich Vollgas-Alarm auslöse. Bringen wir es zu Ende, Götzen. Ich brauche nur ein Ziel. Frage ist, wie das da oben. Ah! Ah, es Rätsels Lösung, würde ich mal sagen. Licht aus. Tür zu. Gut, jetzt haben wir zumindest schon mal einen Alternativweg gefunden, weil ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich da durchkommen soll. Licht aus. Und ja, schauen wir, was passiert, wenn ihr an dem Rad dreht. Ob ich damit das Wasser in den Gärten abstellen kann. Okay. Jetzt ist das Wasser. Sie sind nicht mehr sicher. Von den Gärten weg. Nee, geh auf der anderen Seite raus. Bei der anderen Seite hat mir irgendwie besser gefallen. Die Frage ist, was bringt mir, dass das Wasser jetzt draußen ist? Da läuft auf jeden Fall jemand. Oh, mein Nacken schmerzt. Ah! Okay. Leicht da jemand rum? Ich hab niemanden. Doch kein A. Gute Frage. Hallo? Ist da jemand? Ich hasse diese Warterei. Zurück an die Arbeit. Ich bin gerade ein bisschen still, weil ich nicht so genau weiß. Ein schönes Stück. Oh fuck. Wir müssen unsere Stellung halten. Eine andere Mitte. Fuck. Hab ich noch was zum Schmeißen? Ja. Ich schmeiße es mal unten auf die Brücke. Worauf wartest du noch? Zieh dich um. Jetzt wird's riskant, jetzt wird's riskant, jetzt wird's richtig. Ach du Scheiße. Oh, Halleluja. Das wird nicht unbedingt einfacher, muss ich sagen. Durch die Vordertür zu gehen ist ohnehin nicht mein Stil. Wir brauchen einen Alternativweg natürlich mal wieder. Problem ist, wo ist der jetzt da lang? Nö. Wie komme ich jetzt da rein? Da komme ich nirgendwo drüber, da komme ich auch nicht drüber. Der Typ läuft da die ganze Zeit rum. Brauche noch mehr Ablenkungsmanöver. Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein?
Der liegt jetzt nicht optimal, aber normalerweise kommt da keiner hin. Da hinten schaut's richtig aus. Ja, da geht's bestimmt irgendwo rein? Fragezeichen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wo bin ich denn jetzt hier? Da, was ist das da? Krug. Oh Mann, ey. Das mag ich an dem Spiel so gar nicht, wenn ich so ewig immer suchen muss. Nee, von da bin ich kommen. Wie komme ich jetzt da rein? Ist das Schalter? Nee. Irgendwo war es. Irgendwie, irgendwo. Tja, das heißt, wir dürfen suchen. Hat er mich gesehen? Wie komme ich jetzt in das verkackte Schloss rein? Das gibt's doch nicht. Irgendeine andere Karte, die was mir was bringt. Karte. Wie? Wie soll ich da reinkommen? Ich verstehe es leider nicht. Ich brauche nur ein Ziel. Ah, da kann man schon mal hoch. Das ist schon mal ein Vorteil, das zu wissen. Ist ja keine Ahnung, was mir das bringt, aber zum Geier komm jetzt da rein. Jetzt geht's mal langsam echt auf den Sack. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, wie da reinkommen. Beim besten Willen, kein Plan. Da wird es halt irgendwo einen Geheimgang geben, den was ich nicht finde. Und das wird das Rätsels Lösung sein, aber ich sehe beim besten Willen jetzt nicht, wo ich hin soll. Keine Ahnung. Beim besten Willen, ich mach Schluss für den Part, weil ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich werde es nachschauen, weil es mir einfach zu blöd ist, das jetzt irgendwie 5 Parts lang zu suchen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!